Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trekpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht hier weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Heute habe ich euch ein Schiff aus Star Trek TOS der dritten Staffel gebracht. Die Ausgabe 127. Ein AMOG oder EUMOG in Deutschland ausgesprochenen Schiff. Eine sehr interessante Spezies, aber dazu gleich mehr. Aber zumindest kann ich sagen, das Design ist auch sehr interessant, was wir nicht so oft bei Star Trek sehen. AMOG Raumschiff. Einsatz 23. Jahrhundert, Besatzung 1, Antrieb Ionentriebwerk, Ursprung Sigma Draconis 6. Ein Planet, das aus Eis besteht und wir haben die Oberfläche aus relativ wilden Männern, sage ich mal. Und im Inneren des Planetenkerns die etwas hochentwickelteren Frauen. Was haben wir hier? Spezifikation, Zugehörigkeit, die EUMOGs oder AMOGs. Typ Patrouillenschiff. Ansatzzeitraum 23. Jahrhundert, Heimatplanet, wie gesagt, Sigma Draconis 6. Besatzung, eine Person, Antrieb, Ionentriebwerk und Pilot ist Kara. Ja, diese attraktive Frau haut buchstäblich jemanden das Hirn weg. Ganz besonders in der Folge Spock. Kein schönes Design, aber interessant ist es definitiv. Und wieder mal klassisch CGI. Und das ist die gute Kara, die Pilotin. Die spielte, glaube ich, auch in der zweiten Staffel von Star Trek TOS die Bauchtänzerin in der Episode Der Wolf im Schafspelz, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne. AMOG-Raumschiff. Das AMOG-Schiff benutzte ein hochentwickeltes Ionenantrieb und war wesentlich schneller als alle Schiffe der Föderation. Also in Lichtgeschwindigkeit natürlich nicht, aber Impulsantrieb soll es angeblich überlegen sein. Wobei meines Wissens zwischen Manövrierdüsen und dem Impulsantrieb haben wir ja eigentlich den Ionenantrieb in sich. Ionenantrieb ist ja nicht ganz so unrealistisch, darüber wird ja auch geforscht, was ein bisschen Richtung Lichtgeschwindigkeit angeht, aber da sind immer noch Welten dazwischen. Aber auf jeden Fall, die AMOGs haben diese Technologie. Datenstrom. Die AMOGs und die Morgs lebten auf Sigma Draconis 6. Ihre Zivilisation war von vielen tausenden Jahren weit höher entwickelt gewesen als die Föderation im 23. Jahrhundert. Aber eine große Eiszeit hatte das zivilisatorische Niveau stark gesenkt. Hier unten. Kara war die Anführerin der AMOGs und steuerte das Schiff, das die Enterprise im Jahr 2268 traf. Nachdem sie sich an Bord gebeamt hatte, benutzte sie ein Gerät in ihrem Armband, um die gesamte Besatzung zu betäuben. Ihre Mission war es, Spocks Gehirn zu extrahieren und zurück nach Sigma Draconis 6 zu bringen. Ja, ihre Lebenserhaltungssysteme sind ausgefallen planetar, ihr Computer hatte geschwächelt und es braucht ein entwickeltes Hirn, um das Biologische mit dem Technologischen zu verbinden. Und Spocks Gehirn, dass er recht weit entwickelt ist, sollte als so eine Art großer Computer dienen, das dementsprechend ihre Zivilisation aufrecht erhält mit Energie, mit Wärme etc. Und hier sieht man zum Beispiel, dass es eben ein tiefes Höhlensystem mit zum Teil mechanischen Aufzügen gibt, das getarnt ist. Und wir haben hier die Morgs sozusagen, die Männer, die in der Oberfläche leben und relativ primitiv sind. Und die hochentwickelteren Frauen. Hier haben wir zum Beispiel einen Zentralcomputer. Datenstrom. Der Meister war ein hochentwickeltes Computersystem, das die Belüftung, Heizung, Beleuchtung und andere Lebenserhaltungssysteme der AMOG-Bunkeranlage kontrollierte und ein organisches Gehirn als zentrale Komponente hatte. Nach 10.000 Jahren bemerkte das Gehirn des Meisters, dass es zu sterben begann und ließ Kara ein Ersatzgehirn beschaffen. Denn ohne Gehirne konnte der Meister nicht funktionieren. Und die Bunker würden unbewohnbar. Und Spock war hier drin. Und kommt euch dieses Teil bekannt vor? Ja, das wurde öfters mal in Star Trek genutzt. Auch zum Beispiel als romulanischer Tarnvorrichtung zum Beispiel. Die Originalserie, aber auch TNG, Deep Space und Voyager hatten ja die Angewohnheit, immer wieder mal Requisiten wiederzuverwenden. Und hier sehen wir das interessante Schiff von hinten als Ionenantrieb. Es ist nicht bewaffnet und auch nicht beschildert oder mit Schilden versehen, sage ich mal.
Und das ist das interessante, naja, Gehirnwäschesystem. Und es gelang unserer Crew dementsprechend mit diesem Gerät Spocks Wissen zurückzubringen. Trotzdem musste aber Pille eine Not-OP machen. Und da Pille das unmöglich machen konnte, die ganzen Gehirnstränge zu verbinden, haben sie Wissen von diesem mächtigen Computer bekommen. Eine relativ durchschnittliche Episode, aber die ich okay finde, kann man sich anschauen. Hier Datenstrom. Eine weitere technische Errungenschaft der Amox war ein Armband mit mehreren Tasten. Kara benutzte dieses Gerät, um die gesamte Besatzung der Enterprise zu betäuben. Später benutzte sie dasselbe Gerät, um den Körpern des Außenteams große Schmerzen zu erzeugen. Die Amok hatten einige der Morgs Gürtel umgeschnallt, die von den Armband erzeugten Schmerzen noch um Vielfaches verstärkten. Ja, zum Teil hielten sie sich die Männer als Sklaven, sage ich mal. Hier haben wir das Schiff aus vielen verschiedenen Facetten. Ich muss tatsächlich sagen, von hinten finde ich sie interessanter als von vorne. Es sieht nach, naja, nach nichts aus eigentlich. Es könnte sogar fast ein Raumschiff sein, das sich, sag ich mal, nach oben hin liegt und das ist das Raketenantrieb. Der Raketen werden gezündet und es startet in den Weltraum, wenn man es von oben schaut. Seltene Technik. Außer den Amox benutzten nur die Akritrianer aus dem Delta-Quadranten Schiffe mit Ionenantrieb. Das stimmt. Echter Stern. Der Stern Sigma Draconis existiert tatsächlich und befindet sich auf nordwestlichen Teil des Sternbilds Drache. Es handelte sich dabei um einen gelben Zwergstern der Helligkeit 4,7, der etwa 19 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Also 19 Lichtjahre, das heißt, wenn ich jetzt ein Raumschiff hätte um die Atmosphäre der Erde, ich würde den Antrieb zünden, nach 19 Jahren schalte ich es aus. Dann bin ich im Sonnensystem gelandet. Und gut, fast nicht alle, aber fast alle Sonnensysteme, die wir mal bei Star Trek hören, gibt es ja auch wirklich im Leben. Ne? Zum Beispiel Wolf 359, die berühmte Schlacht, gibt es natürlich wirklich. Den Stern im Sternbild Löwe ist eine kleine rote Sonne sozusagen. Aber auch Vulkan Eridani, dieses System ist tatsächlich wirklich. Aber ob da wirklich Vulkanier sind, na, werden wir erfahren, wenn wir es irgendwann mal besuchen werden. Falls. Aber das ist interessant eben, wie Star Trek das in Anführungsstrichen Echte mit dem Fiktion verbindet. Das Sigma-System. Das Sigma-Draconis-System hatte einen Stern und 9 Planeten, von denen 3 lebensfreundlich waren. Im Jahr 2268 gab es auf Sigma Draconis 3 eine Zivilisation, die ungefähr auf dem Stand der Erde im Jahr 1458 entsprach. Während die fortschrittliche Zivilisation auf Sigma Draconis 4 sich etwa auf dem Niveau der Erde im Jahr 2030 befand, also in ungefähr unserem Niveau. Das wird auch in der Episode gesagt von unseren Helden, also 3 Planeten im Sonnensystem. Einer ist mittelalterlich, einer in unserer Zeit. Und der 6. Planet zum Beispiel dementsprechend eigentlich am weitesten fortgeschritten, aber doch wieder zurück entwickelt. Die Frage ist aber, warum die Bewohner des 2030er Jahre nicht unser Schiff über Satellit beobachten konnten. Oder vielleicht haben sie es beobachtet. Darauf wurde nicht länger eingegangen. Aber theoretisch, wenn unser Sonnensystem zum Beispiel 2 weitere Planeten Bewohner hätten, dann müssten wir es ja wissen. Aber wie die Konstellation im Sonnensystem ist, kann ich euch nicht sagen. Wir haben keine Infos. Und ja, hier sehen wir das Originalmodell 1968. Und Star Trek TOS, habe ich ja schon öfters erwähnt, bekam eine Remastered-Version. Die wurde komplett überarbeitet. Dann bekam wir dieses Schiff hier, was auch, finde ich, ästhetisch aussieht. Das Design des Amox-Raumschiffs. Der leitende Effektdesigner Neil Ray entwarf das neue gestaltete Schiff für die Remastered-Edition von TOS. Der TOS-Produzent Gene L. Coon. Der Produzent und Drehbuchautor Gene Coon arbeitete nicht einmal 2 Jahre lang für Star Trek, aber er fand einige der wichtigsten und ikonischen Elemente der Serie. Ja, ich mag die Episode. Kampf um Organien mit unseren legendären Klingonen
Carr. Ah, das ist die Episode Kennen Sie Tribbles, wo sie sich am Ende einen ablachen, wo sie die Tribbles rüberbeamen zu den Klingonen. Ich habe ja vor kurzem Top-Off-Videoreihe weitergemacht mit der zweiten Staffel von Star Trek TOS mit den 10 Lieblingsepisoden. Und da war diese Episode relativ hoch mit dabei. Das ist eine Episode aus der ersten Staffel. Miriam Kleinling hieß die Episode. Die fand ich eher mittelmäßig, aber kleiner Randfakt: Viele Kinder, die ihr hier seht, sind die Kinder von den Leuten, die hinter der Kamera an der Serie mitwirken. Da war auch, glaube ich, William Shatners Kind auch mit dabei, meine ich. Oh, eine weitere epische Episode mit den Gorn. Kampf um Cestus 3. Horta rettet ihre Kinder. Auch der schlafende Tiger mit Khan. Und natürlich der Companion aus der zweiten Staffel mit Zefram Cochrane. Und wenn ihr die Top 10 Episoden nachschaut, aus Star Trek TOS Staffel 1 und 2, ich habe die alle in den Videos aufgezählt, die Episoden, die ihr hier habt. Ach, ich liebe die Originalserie. Immer noch zeitlos. Hier haben wir unseren Harry Mudd. Ich bin kein Fan von ihm, aber ja, er ist ein kleiner Schurke, sage ich mal. Hier kennen Sie Tribbles, auch sehr cool, die Episode. Und eben hier die Episode, wo das Schiff hier auftaucht. Auch eine sehr interessante Episode, Beel jagt Lokai. Ich werde ja demnächst ein Video zu den Top 10 Episoden der dritten Staffel machen. Und da wird die Episode auch auf jeden Fall mit dabei kommen, obwohl ich nicht die so gut finde. Aber sie ist auf jeden Fall im tieferen Sinne, im ironischen Sinne auch sehr, ich sag mal, interessant gestaltet. Hier geht es tatsächlich um Schwarz und Weiß, um Rassismus etc. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Je nachdem natürlich, wann ihr euch dieses Video anschaut, vielleicht habe ich ja schon ein Video gemacht. Hier Wissenswertes. Der Kinofilm Star Trek 3 greift ein ähnliches Motiv auf wie Spocks Gehirn. Im Film muss Spocks Seele mit seinem wiederbelebten Körper verbunden werden. Auch in der Zeichentrickserie gab es eine ähnliche Episode. Das Superhirn. Drehbuch Walter König. Das ist der Herr, der den Chekhov spielt. Hier verschmilzt ein gigantischer Klon von Spock seinen Geist mit dem echten Spock, um dessen beschädigten Gehirn wiederherzustellen und sein Leben zu retten. Ich muss sagen, ich bin kein Fan der Animationsserie. Ich habe mir sie tatsächlich zweimal angeschaut. Und ich finde, dass man nachhinein beschlossen hat, die Kanon zu machen. Ich finde, es ist eine falsche Entscheidung. Das widerspricht der anderen fünf Serien. Man hätte es als nicht Kanon lassen können. Hier in der Mitte, der grüne Anzug mit dem schwarzen Rollkragen, den Spock auf Sigma Draconis 6 trägt, hatte er schon auch in der ersten Staffel, in der Episode Falsche Paradiese getragen, wo er durch eine Infektion mit Pflanzensporen die Kontrolle über seine Emotionen verliert. Richtig, da ist doch die eine interessante Episode, die ich aber jetzt nicht so gut finde, wo Spock sehr emotional wird und er hat sogar eine Affäre mit seiner Geliebten da. In Ausgabe 128, ein sehr interessantes Schiff der menschlichen Geschichte, die es nicht wirklich gab, aber es gab mal Konzepte in dieser Richtung. Die OW 165. Und hier haben wir ein cooles CGI und jetzt geht es endlich ans Modell. Und hier haben wir unser schönes Modell. Oder nicht so schön. Es ist auf jeden Fall Metall in der Mitte. Hier haben wir Plastik. Es ist relativ wuchtig. Interessant ist, wir haben hier Aztec-Pattern. Fast wie bei den meisten Sternflottenraumschiffen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Eigentlich haben wir hier nur zwei Farben. Einmal dieses Graue, hell und dunkel. Und einmal dieses Orangene, dieses Ockerfarbene. Und wie gesagt, wir haben hier eigentlich als Highlight wirklich nur Antrieb. Durchsichtiges Plastik, was ich mag. Hier nur angemalt, hätte ich lieber auch durchsichtig im Plastik gehabt. Aber ist trotzdem gut angemalt, nicht gekleckert. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall gut. Und das Schiff fliegt natürlich sozusagen so. Und von der Seite, wir haben eigentlich hier nur ein paar Düsen noch. Man merkt eben, dass die Zivilisation der
Amox zwar entwickelt ist, aber nicht ganz so weit entwickelt, antriebstechnisch, aber interessant trotzdem. Wir haben hier im Prinzip so eine Art Dom, so eine Art Überdachung. Ich denke mal, das Schiff wird so starten und dann im Weltraum in dieser Richtung fliegen. Also Senkrechtstarter sozusagen. Vielleicht, wer weiß. Wir haben dafür keine Informationen. Ja, und auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, Aztec-Pattern haben wir überall. Gerade in den Raketen, Zwischenräume nicht. Aber stört mich nicht. Und ja, leider hätte ich lieber ein Schema gesehen, wie der Innenraum des Schiffes ist. Also, das fehlt hier. Und wir haben hier eine Besatzungsmitglied, Kapazität. Und tatsächlich von hinten finde ich das bis jetzt am interessantesten. Also, hier sind zwar die Spaltmaße mir ein bisschen zu groß, aber die sind gleichmäßig. Dadurch wirkt es jetzt nicht schlecht verarbeitet. Und auch hier in diesem Antriebsring haben wir hier, sag ich mal, Ausbuchtungen. Hat was von einem vulkanischen Schiff, finde ich, minimal. Wenn man jetzt diesen Antriebskonzept her sieht. Es ist nicht spektakulär. Es ist nichts Besonderes. Aber es ist interessant. Und die wenigsten Trekkies haben das so im Fokus. Interessant auf jeden Fall. Und hier AMOC Ion Drive Ship, also Ionenantriebsschiff mit Base und Stand. Und was wird hier gemacht? Es kommt tatsächlich einfach nur hier dran. Nach vorne droht es ein bisschen rauszufliegen, aber es ist tatsächlich in Ordnung. Tatsächlich. Ja, es ist gut. Doch was kann ich als Fazit sagen? Die Zeitschrift, die gefällt mir, ganz besonders die CGIs, die ihr hier sehen könnt. Sehr spektakulär. Information hätte ich ein bisschen mehr über dieses Schiff gehabt. Ist aber ein Schiff Alien of the Week, sage ich mal. Da hat man meistens weniger Informationen. Modell gefällt mir an sich gut. Von der Größe her, von der Verarbeitung her, Material her. Stand ist tatsächlich auch okay. Nur die steht nicht gerade. Die guckt immer noch traurig nach unten. Aber hey, es ist in Ordnung. Ja, also es ist kein Muss in meiner Sammlung. Hätte ich das jetzt unbedingt gebraucht? Nein. Aber es ist trotzdem interessant, mal auch Schiffe, gerade aus Star Trek TOS, mal zu sehen. Oder TOS. Ich würde hier von 5 möglichen Punkten 4 geben. Keine Schönheit, nichts Spektakuläres. Aber für das, was es ist, ist in Ordnung. Doch Leute, was ist eure Meinung? Das würde mich interessieren. Ihr könnt es wie immer in den Kommentaren schreiben. Ich hoffe auf ein positives Feedback von euch. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Passt auf euch auf. Lebt lang und erfolgreich.